Willkommen, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich einen Gast, der macht geile Getränke. Das ist Waffi. Hallöchen, liebe Zuschauer. Ich habe auch etwas mitgebracht für euch. Einen Kochlöffel. Oh mein Gott. Und wir bereiten heute ein ganz spezielles Getränk zu. Ich persönlich nenne es Portio Magica Auri. Ein Trank aus Gold. Ich möchte gerne 100 Euro dir schenken. Und dann das Hashtag, ich beschäftige mich mehr mit Kräuter. Und wenn wir die 10.000 Aufrufe auf diesem Video schaffen, werde ich von euch einen rauspicken von den Kommentaren und dir 100 Euro schenken. Und deswegen möchte ich gerne ein Gewinnspiel machen, einfach mal euch unterstützen, ihr unterstützt mich, das wäre lieb. Aber jetzt geht's weiter, ich danke erstmal. Ein Zaubertrank aus Gold. Auf jeden Fall sehr geil. Da haben wir ihn und jetzt bereiten wir ihn zu. Das wäre der Grundtee und das Fundament für unseren Zaubertrank. Wir haben zum einen Jaugulan, das Kraut der Unsterblichkeit. Wird auch unter anderem sehr stark konsumiert auf der Insel der Hundertjährigen für die Insider unter euch. Und dann hätten wir Ginkgo. Ein wunderschönes Heilkraut, Heilpflanze, die auch mit unter den ältesten Bäumen der Welt auf dem Planeten gehört. Ja, ihr habt richtig gehört, denn Ginkgo ist unglaublich umweltbelastbar, hat eine große Geschichte in der asiatischen Herkunft, in der östlichen Hemisphäre dieses Planeten. Und für alle, die sich dafür interessieren, wir haben Jaugulan, könnt ihr gerne im Internet schauen, was es dort gibt, und eben Ginkgo. Super schöne, einzigartige Inhaltsstoffe. Zum einen haben wir im Jaugulan einzigartige und spezielle Zuckermolekülketten. Und im Ginkgo biloba, gibt es auch einzigartige Stoffe, die auch weltweit nur in dieser Pflanze zu finden sind. Wir haben diese beiden Pflanzen als Fundament gewählt, da sie eine solide Basis bilden. Alleine von der Farbe her. Ich meine, Freunde, guckt euch mal diese Farbe an. Und der Geschmack ist sehr schön. Der Kameramann hat schon probiert. Ja, war sehr lecker. Und ja, eben ist es so, Ginkgo fördert die Konzentrationsfähigkeiten, die mentalen, die kognitiven Fähigkeiten. Ja, und Jaugulan gibt dem Ganzen die Würze und die Gesundheit, den Zucker des Lebens. Dann wollen wir nochmal anfangen. Was hätten wir denn heute? Zum einen haben wir das gute alte, bekannte, bewährte Hausmittel Baobab. Wird vor allem im asiatischen Raum gerne, gut und gerne benutzt. Dann machen wir einfach mal ein bisschen was rein für den säurehaltigen Geschmack. Für alle, die sich dafür interessieren, einfach mal im Internet schauen. Man findet echt eine Menge darüber. Dann nehmen wir Gotu Cola Pulver. Auch eine sehr interessante Pflanze. Wird auch, wie wird sie genannt, Tigerkraut, Wassernabelkraut, denke ich. Davon kommt man ganz wenig rein. Tatsächlich ganz wenig, Freunde. Ja. Denn es hat eine potente Wirkung. Zur Gotu Cola Pflanze habe ich euch auch ein Buch mitgebracht. Ein schönes, dickes, großes. Und zu den Wirk- und Inhaltsstoffen von Gotu Cola gehören unter anderem Vitamin A, B, C, E, Bakuside A und B, Calcium, Magnesium, Selen, Eisen, Beta-Carotin, Asiatikoside, Madecassoside, Valerin, Tankonikacid, Betulicacid, Isobramicacid, Quercetin, das ist auch ein sehr bekannter Stoff. Ja, was tut es? Es stimuliert das Immunsystem, stärkt den Herzkreislauf, entspannt und regeneriert die Blutgefäße, erneuert die Blutzellen, wirkt antioxidativ, verjüngend, entzündungshemmend, entgiftend, harntreibend, entwässernd, fiebersenkend, fördert die Wundheilung, wirkt Stress entgegen, fördert die Gedächtnisleistung, wirkt antimykotisch gegen Pilzentstehung. Ja, eine Pflanze, wohl bedacht. Die nächste ist ein guter alter Pilz, der Chaga Vitalpilz. Ein Pulver mit hochpotenter Wirkung vom Chaga-Pilz. Wächst vor allem in den skandinavischen Raum. In Finnland ein sehr bekanntes, altbewährtes Hausmittel. Dann haben wir die Löwenmähne, ja. Auch auf meinem Kopf, aber auch in seiner Verpackung. Löwenmähne kommt hier mal ein bisschen rein. Ist bekannt für die Neuroprotektion, für die Neurogenese, für die allgemeine Gehirngesundheit. Ein sehr gutes, potentes Mittel. Deswegen kommt auch ein bisschen mehr rein, ne? Wir wollen ja jung bleiben im Kopf.
Dann haben wir etwas ganz Spezielles. Cola-Nusspulver. Ursprünglich, so sagt man, in der Coca-Cola. Eine sehr potente Nuss, die auch sehr gerne in Afrika verwendet wird. Als Aphrodisiakum, wenn ihr versteht. Ist sehr interessant. Die Inhaltsstoffe sind auch super, super gut, die ich euch jetzt nicht sagen kann. Aber unter anderem ist dort OPC vorhanden. Was auch ein Allrounder in der Natur Heilkunde ist, denn es fungiert als ein Verstärker, als ein Regulator, ja, als ein Allrounder, als ein Hausmeister. OPC, müsst ihr mal nachschauen. OPC. Sehr, sehr schöne Substanz, unter anderem. Viele andere schöne Substanzen, sowie eine Menge Koffein, was ja wohl sehr bekanntlich ist und keine Erklärung benötigt. Dann hätten wir, wie die alten Stammesgenossen sagen würden, Guarana. Guarana. Ein Samen, pulverisiert, der auch als Tanzdroge verwendet wurde in den alten Stammesvölkern der brasilianischen Historie oder der alten Stammesvölker eben Südamerika. Es kommt noch Spirulina, Chlorella rein. Einfach, weil schöne Algen sind. Einfach super gesund, auch mittlerweile sehr bekannt unter allen gesundheitsbewussten Menschen. Bisschen mit rein. Schön für die Farbe, schön für die Gesundheit. Und zu dem Thema Algen, sind sehr chlorophyll, also sie haben sehr viel Chlorophyll, reich an Chlorophyll. Und in der Natur ist es üblich, alles, was essbar ist und grün ist, hat eine hohe Nährstoffdichte. Das ist einfach ein Konzept der Natur, ein wunderschönes. Beispielsweise nehmen wir mal die Brennnessel, was sich eigentlich auch sehr schön da reinpassen würde. Hat sehr viel Chlorophyll, dementsprechend eine sehr hohe Nährstoffdichte, Freunde. Brennnessel. Allein der Vitamin C-Gehalt, da kann keine tropische Frucht mithalten. Also es ist wirklich so. Viele, viele Kräuter haben sehr hohe Nährstoffdichten. Auch Löwenzahn, ein wunderschönes Kraut. Und Peter Lustig wusste ganz genau, warum er seine Sendung so nennt. Und Brennnessel ganz kurz, ne? Die Sportler, die hier zuschauen. Wenn du 100 Gramm getrockneten Brennnessel hast, hat das 40 Gramm Eiweiß, enthält das. Sogar bis zu 50, je nachdem aus welchem Boden. Jetzt kommt nochmal zur Erklärung. Monoatomisches Gold rein von Ormus. Sind Heiltropfen für alle, die sich dafür interessieren. Können sich gerne Informationen holen im Internet, denn ich möchte nicht den Rahmen sprengen. Jetzt kommt Honig hinein. Hallo Honigliebhaber. Schön regional, ja, von meinem Imker. Lieblingsimker hier um die Ecke. Das kommt dann da noch rein. Dann hätten wir noch eine schöne Pflanze. Stevia, pures, echtes Stevia, nicht Stevia Glycoside. Wir haben echte Stevia hier. Das ist im Prinzip einfach nur ein Pflanzenzucker. Und man sieht auch schon ganz schnell zehnfache Süßkraft des üblichen Zuckers und es ist zahnfreundlicher. Da es die Kariesbildung nicht so sehr fördert wie der herkömmliche Zucker. Davon nehmen wir auch ganz wenig, ein ganz kleines bisschen. Ja. Die Pflanze tretet hinein in den Zauberpott und sagt erstmal Hallo. Guten Tag, hier bin ich. Da kommt die gute alte bewährte Heilfrucht. Zitrone, bekannt für ihre ätherischen Öle, bekannt für ihre Bitterstoffe und bekannt dafür, dass wenn man sie isst, zusammenziehende Effekte spürt. Nochmal ein Tipp von mir. Gebt Geld aus, investiert Finanzen in eure Seele, in eure Gesundheit, denn es lohnt sich alle Male. Es lohnt sich selbst 20 Euro einfach mal auszugeben für die Gesundheit und etwas Neues auszuprobieren, anstatt vielleicht 20 Euro für zwei Starbucks-Kaffees auszugeben. Bestellt man sich irgendwo etwas Schönes, eine schöne Pflanze, ein schönes Kraut und bereitet sich ein bisschen mal etwas zu, lernt etwas Neues und philosophisch betrachtet ist es auch, ja, etwas Wunderschönes für die Seele, ja, diese ganzen Farben treten ins Leben hinein, diese verschiedenen grünen Facetten, diese verschiedenen Früchte, neue Pulver,
man lernt eben, ich sag mal, auch kulturell etwas kennen. Man nimmt etwas Einzigartiges mit, was man so nicht unbedingt immer kann. Und da wir in einer sehr schönen Lebenszeit leben und die Möglichkeit haben, globale Kulturen, also global gesehen die Kulturen kennenzulernen, eben mit Pflanzenkulturen, mit den botanischen Mitteln, mit allen möglichen, es ist einfach faszinierend, wie viele Pflanzen wir in einem einzigen Haushalt bewahren können und wie schnell das geht. Ich meine, wenn ich mir meine Küche anschaue, ich bin schon sehr dankbar dafür, dass ich so viele verschiedene Pflanzenkulturen innerhalb eines Pottes platzieren kann und ja, das Privileg, dieses unendlich große Privileg genießen darf, ja, diesen Zaubertrunk trinken zu dürfen. Ich sehe es selber. Es erfüllt mich unglaublich. Das wollte ich einfach mal sagen für die Menschen, die hier mitmachen oder die einfach nur zuschauen und sich inspirieren lassen wollen, sich berieseln lassen wollen wie von einem wunderschönen Sommerregen, der ein wenig abkühlt, wenn es heiß wird. Jetzt, meine lieben Freunde, nähern wir uns wirklich dem Ende. Ich habe da was ganz Besonderes. Organisches Tamarindekonzentrat. Tamarinde ist sehr bekannt für Ausscheidungsprozesse, für die Reinigung, ja. Die enthaltenen Pektine beispielsweise, die wirken sich positiv auf die Darmflora aus, denn sie üben einen natürlichen Druck auf unsere Darmwände eben aus und erzeugen dadurch einen natürlichen Entleerungsreflex. Also wir reinigen uns, ja. Es ist so etwas wie ein Abführungsmittel, nur in angenehm, und es schmeckt, Freunde, es schmeckt unglaublich gut. Es ist sehr lecker, sehr potent und das darf natürlich nicht in unseren Zauberkessel fehlen. Mixen wir das Ganze mal noch fertig. Dann probieren wir das Ganze mal. Ich komme mir vor wie Miraculix. Jetzt hat er den Zaubertrank für Asterix und Obelix und die Römer, nee, Moment mal, gegen die Römer gebraut hat. Für die Germanen. Also, ein Hoch auf die Germanen und das alte, schöne Volk. Eine einzigartige Bitternote entfaltet sich im Mundraum. Es ist stimulierendes Getränk, spüre ich sofort. Möchte der Kameramann auch probieren? Ja, gerne. Dank dir erstmal. Ich kenne das schon, ich habe das gestern mein erstes Mal probiert. Mal gucken, wie du das heute gemacht hast. Das hat mir auf jeden Fall richtig Kraft gegeben, ey. Schmeckt wieder anders als gestern. Voll gut. Mal gucken, wie es gleich wirkt. Oh, warte mal. Ich glaube, ich muss mich auch da reinfallen lassen. Wie Obelix. Einfach reinfallen, den Kopf, und dann kann ich weiterhin. Zaubergetränk. Oh, eine Alchemistenverkostung, Freunde. Sowas sieht man nicht alle Tage. Von der Natur in dir. Oh, was passiert? Irgendwas passiert mit dir. Aber was ist das? Wow. Deine Haut. Also er wirkt ja schon sehr schnell, Freunde. So kann man sich das vorstellen. Die ganze Energie, Alter, in dir. Wow. Lass es mal absetzen. Genau das ist es doch, Freunde. Ihr trinkt ihn und von innen heraus kommt eine Kraft, die euch, ja, zum Strahlen bringt. Also, wenn das nicht mein Indizfaktor ist, macht euch das Getränk. Ja, dann. Oh. Lasst ruhig gerne den da. Abonniert den guten Herrn. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja bald einen Alchemisten-Shop. Ich hoffe, dass es euch geschmeckt hat, wie bei uns. Schön, dass ihr da wart. Probiert's aus. Ich möchte am liebsten da reinspringen, so eine Kiste. Ich glaube, ich muss weg. Tschüss.